A+. Kolumne Wort zum Sonntag von Haimo Handl vom 25. November 2012. Wenn Sportler mit körperlichen Behinderungen im Wettkampf mit Sportlern ohne körperlichen Behinderungen gleichwertig an- und auftreten wollen, verschiebt sich für viele das Bild von Gleichwertigkeit. Offensichtlich vermag der Behinderte nur aufgrund gewisser Prothesen und Hilfsmittel mitzumachen. Der Leistungsvergleich mit solchen, die ohne solche Hilfsmittel auskommen, wird fragwürdig. Problematisiert wird dies auch durch die ideologischen und politischen Vorgaben. Die Behinderung wird nicht als Behinderung gesehen, beziehungsweise es wird behauptet, sie werde erst durch eine bestimmte Wahrnehmung der Gesellschaft zur Behinderung. Der Beinamputierte, der Querschnittgelähmte, der Armlose ist nicht per se behindert, sondern durch unsere Definition von Nichtbehinderung als Normalität. Aber auch die folgsamen politisch Korrekten können nicht umhin, Unterschiede festzustellen. Im Gegensatz zu den Bemühungen der Transhumanisten, die humanen körperlichen Begrenzungen aufzuheben bzw. auszuweiten durch immer bessere Prothesen bzw. Körperersatzfunktionsmittel, im steten Ziel, dem erstrebten Zustand des Posthumanen näher zu kommen, den schwachen, fehlbaren Menschen also zu überwinden, werden heute schärfste Kampagnen gegen und Verfolgungsjagden von Dumpingsündern unternommen, um den betrügerischen Leistungsvorteil durch Körpermanipulationen zu verhindern. Die Leistung des einen soll nicht durch Dumpingmittel des anderen übervorteilt werden. Weshalb nicht? Es ist wie in der Materialwirtschaft, wo im Bereich der Materialkunde geforscht wird, wie die positiven Eigenschaften bestimmter Materialien gesteigert werden können. Der Mensch ist ein Ding, aus Staub geboren zu Staub werden und nur Mensch durch die göttliche Seeleneinhauchung, sagen die Religiösen. Jedenfalls bedarf der Mensch seines Körpers, denn nur über den tritt er ins Leben und aussehen. Der Mensch ist Material, sagten die Faschisten und Nationalsozialisten. Viva la muerte! Der Mensch ist Kapital, human capital, sagen die Kapitalisten, sagt der allumfassende, allein regierende Kapitalismus. Und Kapital muss arbeiten, dann bringt es Profit. Arbeit macht frei, sagen wir Freiheitsdurstigen und wollen das Kapital arbeiten lassen. Zwar kennen wir Psychologie und Psychiatrie, zeigen sich auch handfeste Auswirkungen bei gewissen seelischen Störungen, aber all das ist etwas verdeckt, etwas verschwommen, nebulös. Wirklich manifest ist das Körperliche. All jene, die am Burnout leiden, wissen um die Problematik der Wahrnehmung, der Definition und des Vergleichs. Dem einen wird das Bein vergipst oder er hat sonstige sichtbare körperliche Veränderungen, deren Heilungsprozess direkter verfolgbar ist, nachzuweisen. Der andere verweist auf seine Psyche, die ihn beutelt oder eben nicht, und findet sich oft mit dem Vorwurf der Simulation des Betrugs konfrontiert. Welche Prothesen könnte man einem seelisch Verkrüppelten verpassen? Psychopharmaka. Was sonst? Und was noch? Während also behinderte Sportler in den Wettkampf treten mit Nichtbehinderten, wird an ganz anderen Fronten so erfolgreich gearbeitet, dass der Behinderte dank neuer Prothesen und Hilfsmittel vergleichsweise höhere Leistungen erfüllt. Soldaten, denen man Extremitäten ersetzte, laufen schneller, bewegen sich energieökonomischer oder vermögen längere Strapazen besser zu verkraften. In der transhumanen Orientierung wird die Verbindung von Mensch und Maschine in einer ganz neuen Qualität erzeugt. Das wird in naher Zukunft unser Verständnis von Normalität und daraus abzuleitender Normen verändern, ebenso unser Verständnis von Behinderung. Gelingt einmal die Verbindung von körperlicher Manipulation mittels Chips, Organerweiterungen, Spezialprothesen mit der systematischen, kontrollierbaren seelischen Manipulation, ist nicht nur die Brave New World nicht mehr nur Romanstoff, sondern auch die Vorherrschaft gesichert, wofür jetzt schon der immens teure Ausbau der Drohnenwaffensysteme die Ausgangslage herstellt. In der Posthumanität braucht es nicht mehr die Leitwerte der Humanität. Das kommt allen Regimes, denen die Menschenrechte hinderlich sind, entgegen. So? Wie die Moderne zur Postmoderne wucherte, so eröffnet sich die neue Welt dem Transhumanen, der Posthumanität. Wo endlich das neue Maschinendenken, die neue Maschine, die neue Sachlichkeit regieren und der vernetzte Mensch
als aufgewerteter Maschinenteil seine Aufgabe erfüllt.